Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Kubi Factorium hier. Dieser Name ist immer noch ein Zungenbrecher für mich. Da oben können wir es ganz schnell stellen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt auch mal ein bisschen weiter schnell laufen. Denn, guck mal hier, wenn wir den Felsen hier abbauen, kriegen wir auch ein bisschen Ton raus. Das heißt, den Ton haben wir jetzt gleich auch. Was fehlt dann noch? Geerntete Beeren. Erdbeeren, okay. Sind sehr lecker. Wir müssen wohl mehr Erdbeeren ernten hier. Ich hoffe es mal. Acht, es fehlen noch ein paar. Müssen wir irgendwo noch ein Lager machen für Erdbeeren. Am besten machen wir hier oben nochmal so ein Feuer hin, dass wir da ein bisschen sehen. Hier oben haben wir übrigens auch Weizen, finde ich sehr gut. Eigentlich sollten wir das auch benötigen. Ich weiß nicht, warum er uns das hier nicht anzeigt. Egal. Wir lassen da mal Feuerchen bauen, so dass weitergeht. Lassen das hier abbauen. Ich glaube, wir haben es ja schon fertig. Einzigste, was fehlt, sind die Erdbeeren. Warum auch immer. I don't know. Aber wir kriegen das schon hin. Wir brauchen jetzt einfach noch ein Feld mit Erdbeeren hin. Lalalala. So, dann können wir den Baum noch wegmachen hier. Weg damit, wir roden alles. Keine Chance hier. Kühe können wir bestimmt später für auch irgendwas gebrauchen. Ja, eine friedliche Kreatur. Natürlich muss es jetzt regnen, weißt du? Genau jetzt muss es regnen. Okay. Was ist nu? Alles klar. Hui. Wow, ist das schnell. Was war das denn bitte? Was zum Henker war das? Egal. Wir sind am Abbauen wie die Blöden hier. Ich glaube nicht, dass wir das alles da reinkriegen. Aber egal. Stein wurde da im Schiff. Aha, hinzugefügt. Warum denn aufs Schiff? Warum denn aufs Schiff? Okay. Kann doch nicht sein. Es fehlen immer noch die blöden Erdbeeren. Immer nur die Erdbeeren. Da sind Schafe, da ist der Weizen. Okay. So, mach das mal weg. Komm, wir machen noch eine Farm hier hin. So. Dann machen wir noch ein Lager hier hin. So, hier kommen nur Erdbeeren rein. Ton, geerntete Beeren. Essensbox. Erdbeerdose. So. Und hier würde ich dann gerne Tomaten. Nee, Erdbeeren anpflanzen. So. Da müssen Erdbeeren rein. Bitteschön. Jetzt sollte das aber eigentlich passen. Ach, weil wir hier überall nur noch Tomaten anpflanzen, ne? Deswegen. Da waren Tomaten. Und hier sollen keine Tomaten rein, sondern Beeren. So. Der kann dann hier rein. Dann sollte das eigentlich passen und wir müssten alles fertig haben. Ich hoffe es zumindest. Sag mal, wie oft regnet das hier? Wie oft regnet das hier, bitte? Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Das hier durchhämmert. Ist gut. Wir können den ja nochmal ein Haus bauen. Frage ist, wie rum jetzt? Das ist hinten. Das heißt, hier so könnten wir eins hinbauen. Du hast gewonnen! Nächstes Tutorial. Zurück zum Hauptmenü machen wir mal. Dann machen wir jetzt mal die Kampagne, die richtige Kampagne. So, neue Kampagne. Weltkartengröße, normal. Wir übertreiben direkt und machen riesig, ja. Startkolonistenladung. Weibliche Kolonisten, männlicher Kolonist. Okay. Das ist hier 2-2. Wir machen 4-4. Am besten, wir lassen das mal so, ja. Ich will nur riesig machen. Und jetzt gucken wir mal, was kommt. Das war ja das Tutorial. Okay. What the heck? Was ist das jetzt hier? Willkommen auf der Weltkarte. Sammle Ressourcen, baue immer komplexere Produktionsketten auf und erweitere deine Arbeiterschaft durch die Rekrutierung von Tieren und Kolonisten. Hinweis, derzeit gibt es keine Story oder ein besonderes Ziel. Erkunde einfach die verschiedenen Biome und genieße das Spiel. Na toll. So, wo können wir anfangen? Okay, wir können es uns nicht aussuchen. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Alles klar. Ich hoffe, die Insel ist relativ groß und nicht irgend so ein Mini-Furz. So. Okay. Was ist das da? Das ist der Gegner, oder was? Oder sind das wieder die Fuzzis hier, die wir scheune? Mhm. Gut, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Dann machen wir direkt Feuer hier hin. So, da kann Feuer hin. Da kann Feuer hin. Das passt erstmal. Mach mal schnell. So, dann hätte ich gerne alles gerodet hier. Weg mit dem Zeug. Machen wir platt hier. Machen wir am besten mal so ein Lager. Für. Ich
für Holzscheite. So. Dann brauchen wir Bauen. Was haben wir hier sonst noch? Lass mal gucken. Nix, 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 nix. Oh mein Gott, wir haben ja gar nichts hier. Aber wirklich nichts. So, erstmal müssen wir unser Schiff ausladen. Alles entladen. Raus da. Los. Genau, da kommen Steine und Holz. Ne, hier kommt Holz drauf. So. Können wir hier noch ein Lager hinmachen? Na, so. Ja, hier kommen Steine rein. Sehr gut. Und dann können wir nochmal Straße bauen. Haben wir nochmal die Straße gebaut. Bahnhof, Depot und bla bla bla. Ne, hier Zeppelin-Depot, Basiswerkstatt müssen wir auch noch bauen. Genau, die würde ich dann gerne hier so hinbauen. Ich suche gerade die Straße. Fließband, Farm, Baumschule, Lagerplatz, abbauen, ernten, verkaufen, abreißen, Zone entfernen. Straßenbauwerkzeug. So. Einen ganz normalen, einfachen Weg. Jetzt ist da natürlich das Dingens hier. So. Ist das Ding gebaut? Ah, da müsste man das Dingens abreißen, ne? Oder wie tun die hier? Kann man die einfach entfernen? Nein. Ist ja noch nicht gebaut. Dann bauen wir die jetzt nochmal neu. Und zwar gedreht. Das ist doch keine Basiswerkstatt hier. So rum. So bauen wir die und machen die Straße da dran. Machen wir das jetzt mal alles so, dass es ordentlich aussieht. Dass wir Straßen haben. Was brauchen die hier? Holzbretter und Steinblöcke. Details, was ist hier drin? Lagerplatz 1. Da müssten die Holzscheite drin sein. So, das war die Werkstatt. Einen Brunnen brauchen wir. Den können wir hier so hinsetzen. Jawohl. Dann brauchen wir noch ein Lagerfeuer. Nein, Fundamente sind egal. Basiswerkstatt haben wir. Eine Fackel, okay. Warten wir erstmal auf den Brunnen. So, was meckern die denn alle hier rum? Wie soll den Käse da? Wir haben keinen Platz zum Ausräumen, oder? Kann das sein? Die, was haben wir hier drauf? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, indem wir keine Werkzeuge und so mitgenommen haben. Ne? Wir haben viele Leute, aber keine Werkzeuge. Die brauchen Wasser, die brauchen Nahrung. Machen wir den Weg gerade hier weiter. Ich will das jetzt wirklich mal ganz, ganz ordentlich machen. Wahrscheinlich ist jetzt, wo ich es ordentlich machen will, geht alles vor die Hunde, weil Ede zu blöd ist dafür. Eine Farm. Machen wir mal hier so hin. So. So, dass alles rein darf. Probieren wir jetzt mal aus. Alter, warum ist das so laut? Keine Bauarbeiter zugewiesen. Ah, ich bin auch ein Idiot. Oh, wo haben wir den nochmal zugewiesen hier? Die Putzi. Die alte hier. Zone zuweisen, Zone zuweisen, Zone zuweisen. Nee, die soll... Jobs, Kampf, Bau. Bitteschön. So, dann kann ich hier rumflitzen. Da war ja was, ne? Da war ja was. Bitte bauen Sie jetzt. Dann können wir hier aber wieder nur Holz reinmachen. Dann sollte das passen. Ich auf der Straße liegen und pennen. Schön. Ja, Feuer fertig. Feuer sollte fertig sein, jawohl. So. Komm mal her. Er kann dann abbauen und ernten, jawohl. So, was haben wir hier sonst noch? Landwirtschaft. Dann macht er Landwirtschaft. Hallo. Oder von mir aus Sie. Bleibt doch mal stehen hier. Ich will die Alte reinholen hier. So, bitteschön. Sie dürfen hier auf die Farm, wo wir Tomaten anbauen. So. Jetzt geht's aber was weiter. Magelind hat Landwirtschaft Level 1 erreicht. Sehr schön. So, dann machen wir Platz. Da ist die Straße, die können wir direkt weiterführen hier. Weg damit. Auf der anderen Seite muss die Straße auch weiter hier. So, dann können wir hier neben nämlich schon wieder ein kleines Lager machen für die Tomaten. So, hier kommen dann nur die Tomaten rein. Erdbeerdonuts, Brot, Bier, Ton. Ich finde die Tomaten hier, ne? Beeren, Tomaten. So. Hier können wir da rein.
Alles klar. So, was macht er? Komm her, darfst du noch mit abbauen. Hast auch was zu tun. Die steht nur rum. Was ist das hier? Energie, Kolonisten und Tiere können Strom erzeugen. Nein, Baukampf. Mach nochmal hier. So. Bitteschön. War schon zwei, die hier abbauen. Hinten der ganze Käse muss jetzt natürlich auch weg. Sagen wir so. Oh, dann tut er den Bügel auch mit wegmachen. Okay. Aber egal. Wir roden hier. Das doch nicht. Du sollst doch nicht das hier abbauen. Nein, stopp, 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 stopp. Hier abbrechen. So. Nicht, dass die hier unser schönes Tomatenfeld abreißen, ne? Das geht nicht. Aber guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder Platz. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir die Straße nämlich hier lang machen. Als hätte ich es so geplant. Als hätte ich es so geplant. Quadratisch praktisch gut wird wieder alles. So muss das sein. So. Vorratsziel erreicht für Holzscheit. Okay, was haben wir hier? Empfehlung, Farm. Eine neue Farm. Holzbrett, Steinblock, Basiswerkstatt. Haben wir doch. Kein Produkt gewählt. Machen wir, oh, da brauchen wir erst ein Lager. Das können wir aber hier neben machen. Pass auf. So, Lagerplatz. Bitteschön. Hier kommt rein. Abgebauter Ton. Nö, wo sind die Steinschaufel? Holzbretter suche ich. Das kannst du kaum auseinanderhalten hier. So, und dann mal Holzbretter. Bitteschön. Kein Kolonist zugewiesen. Wer macht denn gerade nichts? Wer steht hier rum? Die stehen rum. So. Kann der jetzt hier arbeiten? Nee, der soll abbauen und ernten. Bau. Macht doch einer was. Also. Bitteschön. Landwirtschaft, Bau, Kampf. Alles klar. Ein Tisch ist freigeschaltet. Mhm. Das hier sind Tomaten. Hier sollen auch Tomaten rein. Jawohl, die können da rein. Aber haben wir jetzt keinen mehr, der hier... Doch, jetzt. Ah, okay. Jetzt macht's es. Gut. So, den Brunnen haben wir. Wir brauchen aber noch ein Lager für das Wasser vom Brunnen. Wenn das nicht immer so laut wäre, ne? Da, Wasser. Brunnen muss da rein. Passt. Haben wir wieder die Grundlage hier. Und guck mal, das sieht doch schon zehnmal schöner aus als vorher, oder? Als das Chaos im Tutorial. Landwirtschaft Level 2. Die werden natürlich auch immer besser und schneller. Können wir hier eigentlich auch beides anmachen? Können wir. Aber dann brauchen wir noch ein Lager. Das packen wir jetzt mal hier hin. So, hier kommen dann Steinblöcke rein. Und dann kann er hier auch da reinpacken. Kommen die Steinblöcke da rein und die Holzbretter hier rein. Sollte das passen. So, gucken wir mal, ob der das überhaupt macht. Sonst müssen wir halt einen zweiten machen, der dann mit den Steinen hier Dingens. Ottfried hat Basiswerkstatt Level 2 erreicht. Na, super. Super. Vorratsziel, was ist das? Weizen ernten, Tomaten, Beeren. Schon wieder Ton abbauen. Eine Brauerei. Okay. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Pass auf, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Hier am Feuer entlang. So hoch. Die Straße. Was haben wir sonst noch Schönes hier? Lagerfeuer gerade nicht, bitte. So, einen Tisch könnten wir hier neben machen. Dass sie sich ein bisschen ausruhen können. Wie viele Leute haben wir eigentlich? Nahrung, sorge dafür, dass deine Kulissen genug zu essen haben. Okay. Wasser haben wir auch keins. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die hier Landwirtschaft pflanzen und ernten. In den Farmwerkzeug geschickt. So, Summe. Das ist die Frage, was bauen die nochmal ab hier? Es müsste mal einer Wasser holen gehen, weißt du? Abbauen und ernten, so. Auch noch da rein. Fertig. Ich sehe gerade nicht, wer hier nichts zu tun hat. Ups, so. Kann man eigentlich auch so alle anwählen? Guck mal, der tut nur hier, der kann auch noch damit machen. Der macht gar nichts. Der hier macht auch nichts. Der steht nur rum hier, ne? Oder? Nee, der macht was. Okay. So. Steinblöcke haben wir auch. Wunderbar, da machen sie beides.
Das ist doch super. Fackel, nehmen wir mal ein Haus. Wo ist die Tür? Hier. Bäp. So, bitteschön. Flitz los, bau ein Haus. Ich glaube, Nahrung ist ein bisschen wenig, ne? Die tun irgendwie immer nur eins. Ah, jetzt macht er auch mehr. Ich wollte gerade sagen, warum machen die nur eins? Der Brunnen hier, kein Kolonist zugewiesen. Warum? Der Kolonist hier, soll mal hier. So, bitteschön. Jetzt kriegen wir auch Wasser. Und ist erstmal direkt selber am Saufen. Alle haben so Durst. Alle haben... Oh, guck mal, das Haus ist schon fertig hier. Gut. Das sieht schick aus. Das sieht schick aus. Gefällt mir. Jetzt müssen wir aber hier noch die Blumen wegmachen. So, die müssen weg. Das muss alles weg hier. Guckst du dir an, die Wilden hier. Schön. Okay, da kommt ein bisschen... So, es hat auch keiner mehr hier zu meckern, außer wir brauchen ein zweites Haus. So, was wir am besten direkt so daneben stellen. Bitte schön, dann kriegen wir eine schöne kleine Siedlung hier. So stelle ich mir das vor. So, das hier kannst du noch abbauen. Die kannst du auch noch abbauen. Da hinten geht's lang. Sollte passen. Sollte passen. Haus fertig. Wir sehen es ja über ihren Köpfen. Hat jetzt noch irgendwer irgendwelche Probleme? Sieht nicht so aus. Hier kommen Tomaten rein. Wir machen jetzt hier nochmal ein großes Feld mit Tomaten hin. Ich glaube nicht, dass das reicht. Bam. Diese Größe hätte ich gerne mit Tomaten. Und dann können die hier rein. So. Das eine kleine Feld hier scheint ja zu wenig für ihn zu sein. Dann kann er da weitermachen. So, macht er gerade Pause. Oh, das gefällt mir. Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Da ist Weizen. Den kriegen wir auch noch. Da hinten geht es zu unseren Kollegen. Super geil. Super geil. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Schön. So, einziges Problem ist gerade Stein. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da müssen wir mal gucken, wo es mehr gibt. Ich sehe hier gerade nichts. Hier sind noch ein paar. Das Lagerfeuer nehmen. Das hier hinsetzen, kommen wir da nicht dran. Ne? Nee. Dann machen wir mal hier eins hin. So. Um die Ecke. Genau. Hopp, hopp. So, vielleicht kriegen wir dann sogar die Steine hier. Ah, wir brauchen normale Steine dafür. Was ich cool finde, ist, dass du das so ziehen kannst mit dem Lager. Da kannst du wunderbar die ausgefranselten Ecken hier, kannst du dann wunderbar... Guck, die können wir auch noch mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Wunderbar diese ausgefranselten Ecken hier noch benutzen fürs Lager zum Beispiel. So. Schön. Echt schön. Das sind Schweine. Können wir die irgendwie domestizieren oder jagen? Die haben Hunger. Erst am Anpflanzen. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Könnten wir eigentlich hier noch eine Straße lang machen? So. Und dann machen wir hier noch ein Lager hin. Lagerplatz. So, da kommt jetzt Ton rein. Wo ist Ton? Steinrohr, schmeiß mich weg. Brot. Das heißt wieder, kein Mensch, da ist der Ton. Ne? Genau, abgebauter Ton. Bitteschön. So, dann könnt ihr den da oben nämlich auch wegschleppen. Da muss noch ein Stück rein. So. Okay, ah, die sind am Wässern da. Mhm. Der holt Wasser. Jetzt müssen wir wenigstens mal gucken, die haben alle Hunger. Wir haben nämlich zu wenig zu essen. So wie das aussieht, haben wir zu wenig zu essen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Straße. So, von hier nach hier. Bitte ein Lagerfeuer in die Ecke. Nur ein klein bisschen Stein. So, da. Da kommt das hin. So, das haben wir.
Meint der Hund, er muss rumbellen, aber egal. Ups, genau. Geht ihr mal ernten. Basiswerkstatt Level 3, Brunnen Level 4. Unser Gebiet erweitert. Das ist gut. Die hier können wir auch noch mitnehmen. Das sind ja auch alles Beeren hier. Müssen wir mal gucken. Nein, können wir nicht. Wäre lustig gewesen, wenn wir die Schweine hätten jagen können. Da sind Kühe. So. Die machen einen Krach. Die machen einen Krach hier, ey. Echt. Aber, also ich muss sagen, mir persönlich gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Das ist toll. So, Holzscheite, abgebauter Ton, haben wir nur 20. Können wir das hier noch platt machen? Könnten wir, sollten wir, müssten wir? Gute Frage. Weg mit dem Zeug, weg mit dem Zeug. Ach, das sind Beeren, ne? Das sind alles Beeren. Dann komm mal her. Lager. 1, 2, 3. Bis hier hinten hin. So, hier kommen jetzt die Beeren rein. Bitteschön. Kann man das eigentlich auch noch einsammeln? Wie viele Lager du brauchst, ey. Aber was soll's. Genau, erstmal direkt selber gegessen. Weißt du? Erstmal selber alles aufmampfen hier. So, Wasser wird minus. Da brauchen wir schon bald noch einen zweiten. Die Frage ist, wie kriegen wir mehr Leute? Da muss ich noch gucken. Wenn du es weißt, haust in die Kommentare. So. Das sieht gut aus. Nahrung haben wir jetzt mal ein bisschen hier, aber immer noch minus 3. Ich glaube, wir müssen noch einen einstellen, der hier erntet. So, kann abgebaut werden. Abbauschwierigkeit normal. Was macht der hier? Ich will den Typo. Der sitzt nur hier rum. Der kann jetzt mal. Wir setzen jetzt mal hier aufs Feld. So. Macht der das dann? Ich hoffe es. Okay. Zonenkolonisten können einer oder mehrere Zonen zugeordnet werden. Sie arbeiten nur in den Zonen, in denen sie zugeordnet sind. Das ist natürlich auch interessant. Also dann rennen die nicht von hier da ganz hinten hin, sondern bleiben nur in dem Gebiet hier, was wir ihnen zuweisen. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Werden wir auch noch hinkriegen. So, Nahrung plus, Wasser plus, sehr gut. Das heißt, hier kann jetzt auch noch ein Feuer hin, aber erstmal der Weg. Na klar, was auch sonst. Alter. Alter. So, ich bin mal gespannt, ob sich unsere kleinen, knuffigen Einwohner hier auch vermehren. Oder was wir da machen müssen. Haus vollhauen. Wir bauen jetzt noch ein drittes Haus. Mal gucken, ob die sich dann von alleine vermehren. Würde mich interessieren. Mal sehen. Mal sehen. So, jetzt brauchen wir noch ein Lagerfeuer hier oben. Da. Wir können die Straße hier runterziehen. So. Sollte passen. Hier lang. Jawohl. Sehr schön. So soll das sein. Wunderbar. Passt alles. Haus wird gebaut. Juhu! Sehr schön. Lalalala. Das haben wir. Das ist Weizen, ne? Genau. So, dann könnten wir eigentlich hier schon mal ein Lager hinmachen für Weizen. Oh, ich hoffe, das reicht. Geernteter Weizen kommt da rein. Dann können wir jetzt mal hier abbauen lassen. Hinten hier auch noch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der von alleine nachwächst oder ob wir die hier hinmachen müssen. Die Farm. Das werden wir... Alter. Was ist denn hier los? Okay. Wunderbar. Beeren müssen wir auch noch mehr ernten. Da könnten wir eigentlich hier noch eine Farm hinmachen für Beeren. Dann fehlt noch Ton und Holzscheite. Warum werden die nicht abgeholt? Auch jetzt. Okay, ja, guck, die müssen alle Pause machen. Das ist ja schon wieder etwas zu weit, würde ich sagen, ne? Farm kannst du dann hier drauf machen. Nehmen. Hallo? So doch nicht. Mach weg, mach weg. Dann lassen wir die mal so. Hier kommt Weizen drauf. Sollte reichen. Hier noch eine Farm hin. Ah, da sind ja Blumen. Mann, Mann, Mann. So. Eine Farm mit Beeren. Hier kommen Erdbeeren hin.
Blumenfarm. Kann man übrigens auch machen. Auch hier. Was? Erdbeerstrauch? Nee, ich will wissen, was das ist. Geerntete Blumen. Muss ich jetzt echt ein Lager für Blumen machen? Ist nicht dein Ernst, ne? So, hier kommen Tomaten, Blumen. Ja, komm, pack die Blumen hier rein, dass wir Ruhe haben. Dann können wir das letzte Lager hier so mit den Beeren machen. So, geerntete Beeren. Langsam kriege ich auch ein Gefühl dafür. So. Wunderbar. Der wächst, das wächst. Uhu. Guck mal, wie toll das aussieht. Ey, wie toll. Jetzt müssen wir das nur noch alles ans Laufen kriegen hier. Und ich eigentlich... Hier, untätige Kolonisten 4. Der hat nichts zu tun. Was? Jetzt haben wir 2. Ah, da können wir die aber durchschalten. Da sehen wir, dass eigentlich alle irgendwo was zu tun haben. Der kann aber auch noch hier mitmachen. Ja, guck, dann rennt er nämlich direkt hier hin. Hat was zu tun. Eigentlich könnten wir allen sagen, sie sollen alles machen. So, was ist hier? Warnung, zeigen mögliche Probleme auf. Kein Ausgangslager zugeordnet. So. Okay, aha, guck. Also, wir müssten eigentlich auch noch einen Brunnen hin. Ist jetzt doch schon ganz schön weit, muss ich sagen. Aber es sieht schick aus. Es sieht echt schick aus. Super. Dann haben wir soweit alles fertig. Wir müssen jetzt nur noch das Zeug sammeln. Ton, Holzscheite und so weiter. Und wieder unsere Kollegen hier oben befreien. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.